Nachdem 1:1 die 81. Minute, der Kapitän erzielt auch das wichtige 2:1. Samstag, 5. Mai, Frankfurter Waldstadion. Die Eintracht gegen den 1. FC Nürnberg, 5. Spielminute, Karl-Heinz Körbel 1:0. Vor 15.000 Zuschauern brachte Körbel die Frankfurter Eintracht in der 14. Minute in Führung. Auf Vorlage von Grabowski kam Körbel zu seinem zweiten Treffer in dieser Begegnung. 4:1. Ein Elfmetertor von Körbel brachte das 5:1. Beverungen zu Körbel und 3:2. Freistoß Nickel. Körbel war zur Stelle und 4:3. So verwandelt man Elfmeter. Nationalspieler Körbel 1:0, kurz vor Halbzeit. Körbel zum 3:2, fast mit dem Pausenpfiff. Kager noch an Kneipp gescheitert, doch Körbel dann souverän vollendet.